Hallo, das ist Festec. Ich möchte vorstellen, wie man den Motor für das Direktantriebsrundtischsystem auswählt. Der folgende Kasten ist ein Beispiel für Kundenanforderungen. Das Gewicht beträgt 50 Kilogramm, die Drehung um 60 Grad pro 2 Sekunden und die Akkdeckzeit beträgt 0,2 Sekunden. Das Übersetzungsverhältnis beträgt 140 und der Außendurchmesser des Tisches beträgt 700 mm. Um die Motorauswahlanleitung von Festec zu verwenden, rufen Sie bitte die Fastec-Homepage auf und setzen Sie den Mauszeiger auf die Registerkarte Support. Und dann können Sie Motor Selection Guide auswählen oder auf das Symbol Motor Guide unterhalb des Hauptfensters klicken. Wenn Sie zum Bildschirm mit der Motorauswahlhilfe gehen, können Sie wie folgt 4 Arten von Systemen auswählen und verwenden. Das aktuelle System ist ein Drehtischsystem mit Direktantrieb. Wenn Sie also Drehtisch mit Direktantrieb auswählen, sehen Sie einen Bildschirm wie diesen. Wenn Sie nach unten scrollen, sehen Sie einen Bildschirm, auf dem Sie Daten eingeben können. Es gibt mehrere Felder, und Sie müssen nur die Daten in die gelben Felder eingeben. Da das Gewicht des Tisches und der Arbeit 50 Kilogramm betrug, geben Sie 50 ein und der Außendurchmesser des Tisches beträgt 700 mm und die Einheit der Box ist Zentimeter. Also geben Sie 70 ein. Geben Sie 60 beim Tischdrehwinkel ein und die Positionierungszeit beträgt 2 Sekunden. Geben Sie 0,2 zur Beschleunigungsverzögerungszeit ein. Der nächste Teil ist die externe Kraft. Die externe Kraft ist eine Kraft, die kontinuierlich auf die Last ausgeübt wird, ohne das Gewicht des Tisches und des Werkstücks. Geben Sie in diesem Beispiel System 0 für externe Kraft, externe Kraftwirkungswinkel und Radius ein, da keine externe Kraft vorhanden ist. Da das Übersetzungsverhältnis 1 bis 40 beträgt, geben Sie 40 für das Übersetzungsverhältnis ein. Im Hinblick auf den Getriebewirkungsgrad verwendet der Drehtisch von Festec Stirnräder mit paralleler Achse. In diesem Fall beträgt der Wirkungsgrad des Getriebes bis zu 99%, da wir aber vom allgemeinen Fall ausgehen, berechnen wir ihn mit 90%. Der Sicherheitsfaktor ist ein vom Ingenieur empirisch ausgewählter Wert unter Berücksichtigung von Unsicherheiten. Wie in dem Fall, in dem nur wenige Unsicherheitsfaktoren vorliegen und alle Elemente ohne Fehler eindeutig angegeben werden können, beträgt der empfohlene Sicherheitsfaktor 1,5 zu 2, und in diesem Beispiel wird 2 verwendet. Es wird empfohlen, einen höheren Sicherheitsfaktor zu verwenden, wenn der Eingabewert einen Unsicherheitsfaktor enthält, wie zum Beispiel eine externe Kraft, die schwer genau zu berechnen ist. Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind und auf Berechnen klicken, das berechnete Ergebnis wird wie auf dem Bildschirm angezeigt. Die Werte, die wir überprüfen müssen, sind die Drehzahl und das Betriebsdrehmoment des Motors unten im Abschnitt zur Motorauswahl. Wie das Beispiel berechnet wurde, stellt sich heraus, dass wir einen Motor finden müssen, der ein Drehmoment von mehr als 0,97 Newtonmeter bei 222 Ummen erzeugen kann. Bitte klicken Sie hier auf die Schaltfläche, um das Drehmomentdiagramm des Motors anzuzeigen. Drehmomentkurven von Motoren mit 20 bis 86 mm Größe werden angezeigt. Nur Motoren mit 60 L und größer können ein Drehmoment von mehr als 0,97 Newtonmeter bei 222 Ummen erzeugen. In diesem Fall wählen wir einen 60 Liter Motor, der die kleinste Größe unter den Motoren hat, die die Bedingung erfüllen. Bitte beachten Sie, dass das Trägheitsmoment zu diesem Zeitpunkt 690 Gramm Quadratzentimeter beträgt und das Drehmoment etwa 1,9 Newtonmeter bei 222 Ummen beträgt. Wir müssen die Gültigkeit des Motors überprüfen, indem wir den Trägheitswert in dieses Feld eingeben und das erforderliche Drehmoment mit der Motorträgheit berechnen. Wenn Sie als Trägheitsmoment des 60L Motors 690 in das gelbe Feld eingeben und auf Berechnen klicken, wird das erforderliche Drehmoment unter Berücksichtigung des Trägheitsmoments zu 0,99 Newtonmeter berechnet. Da der 60-Liter-Motor ein Drehmoment von 1,9 Newtonmetern bei 222 Ummen erzeugen kann, sind 0,99 ein akzeptabler Bereich. Lassen Sie uns abschließend die Gültigkeit der Motorauswahl überprüfen, indem wir das Trägheitsmomentverhältnis K berechnen. Das Trägheitsmoment K ist der Wert, der durch Division der Trägheit der Last durch die Trägheit des Rotors erhalten wird. Und wenn es das empfohlene Trägheitsverhältnis überschreitet, kann der Motor auslaufen, stoppen oder vibrieren.
Typische Schrittmotoren ermöglichen Trägheitsverhältnisse von 1 bis 5 bis 1 bis 10, während Schrittmotoren mit geschlossenem Regelkreis Trägheitsverhältnisse von bis zu 1 bis 30 ermöglichen können. Es wird nicht empfohlen, den Motor zu verwenden, wenn dieser Wert 30 überschreitet, da dies zu Problemen führen kann. Wenn die Lastträgheit zu groß ist und das Massenträgheitsverhältnis 30 überschreitet, verwenden Sie einen größeren Motor oder ein Getriebe, um das Massenträgheitsverhältnis zu reduzieren. In diesem Fall beträgt das Trägheitsverhältnis 27,74, daher gehen wir davon aus, dass ein Motor der Größe 60L für das Beispielsystem geeignet ist. Wenn Sie auf YouTube nach Festec suchen, können Sie mehr als 100 Demonstrations- und Webinar-Videos sehen. Danke fürs Zuhören.